Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. Ich bin Teilnehmer von den Wir vs. Virus Hackathon in Deutschland. Und ich habe eine Simulation gebaut, wie sich in Deutschland der Virus verbreitet und ob die Krankenhauskapazitäten ausreichen. Was man hier aktuell sieht, ist, das ist ein Teil, was ich übernommen habe. Das ist von einem Forscherteam von Universität Basel. Und hier kann man gewisse Simulationsdaten eintragen. Aktuell sieht man, hier ist Deutschland eingetragen mit gewissen Bevölkerungen und Anzahl von Betten und ähnliches. Und hier sieht man jetzt, wie sich Corona entwickelt. Und man sieht diese rote Linie. Die rote Linie ist die Leute, die Betten brauchen. Und man sieht hier am 15.04., dass am 15.04. sind alle Intensivbetten belegt. Und was dann passiert ist, dann steigt die Sterberate sehr stark. Die schwarze Linie ist die Sterberate. Das heißt, es geht um jeden Fall darum, diese rote Linie immer unter dieser grauen Linie zu halten. Und dafür habe ich jetzt zwei Simulationsmodelle gebaut. Das erste Simulationsmodell sieht man jetzt hier. Und zwar auf dieser Karte sind ganz viele kleine grüne Punkte. Die sieht man aktuell nicht, weil die so klein sind. Und die Simulation zeigt jetzt, was passieren würde, wenn man überhaupt nichts macht. Also wenn man einfach davon ausgeht, jeder macht weiterhin, was er will, jeder trifft sich mit Freunden, jeder macht Geburtstagsparty. Und die Punkte, die wechseln dann irgendwann von grün auf weiß. Und wenn die Punkte auf weiß wechseln, dann bedeutet das, dass die Krankenhauskapazitäten nicht mehr ausreichen, um alle intensiv zu behandelnden Menschen zu behandeln. Und jetzt lassen wir es einfach mal laufen. So, man sieht vor allen Dingen hier in Heinsberg, hier geht es schon mal schön ab, da geht es den Leuten schon mal nicht so gut. Und jetzt sieht man schon, jetzt ist schon, Heinsberg ist schon weiß. Also jetzt am 11.04. ist es schon so, dass die Krankenhauskapazität in Heinsberg schon überschritten ist und dass es schon weitere Krankenhäuser gibt, die überschritten sind. Zum Beispiel in Esslingen haben wir nicht mehr genügend Krankenhäuser. In Hohenlohe-Kreise haben wir nicht mehr genügend Krankenhäuser. Hier sieht man auch, dass wir eigentlich bräuchten wir 52 Betten, aber wir haben nur 11. Und jetzt lassen wir es mal weiterlaufen und jetzt gucken wir, was passiert. Jetzt sieht man, dass ganz, ganz schnell ganz viele von diesen kleinen grünen Bubbles, dass die alle weiß werden. So, und jetzt sieht man sozusagen, dass wir im Mai, Anfang Mai, haben wir ein Stadium erreicht, wo ein Haufen Leute nicht mehr in die Krankenhäuser passen. Und jetzt können wir es nochmal weiterlaufen lassen. Und jetzt sieht man halt, dass weiterhin immer noch die Sachen ansteigen. Wir sind jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Jetzt haben wir ungefähr den Peak erreicht und jetzt geht es langsam wieder zurück. Also jetzt passiert es langsam, dass sich die Krankenhäuser wieder leeren, dass die Leute wieder fitter werden und dass ein Großteil der Leute, die keine starken Verläufe haben, dass die halt wieder fleißig so rumspringen. Und Ende Juli ist es jetzt wieder so, dass die Krankenhauskapazitäten fast überall passen. Das war das Szenario, was passiert, wenn wir nichts tun, wenn wir keine Ausgangssperren verhängen, wenn wir einfach nur alles so weitermachen wie bisher. Das hier ist jetzt das zweite Szenario. Das zweite Szenario bedeutet, wir tun wirklich was. Wir schließen die Schulen, wir gucken, dass wir zu Hause bleiben, wir schauen, dass wir die Krankenhäuser nicht überfordern, dass wir das Gesundheitssystem nicht überfordern. Und jetzt lassen wir dieses Szenario mal laufen. Also wir sehen immer noch, hier in Heinsberg geht es ordentlich ab. Da verbreitet sich es ohne Ende, in Hamburg auch. Aber was wir jetzt sehen wir hier ein paar Überkapazitäten. Wir haben ein paar Landkreise, hier unten zum Beispiel in Hohenlohe-Kreis wieder. Oder auch in Fürth. Dort haben wir eine Überforderung des Krankenhaussystems, aber in vielen anderen Bereichen wie in Hamburg oder zum Beispiel in den ganzen Berliner Standorten, hier ist es so, dass die Krankenhauskapazität durchaus ausreicht, um alle Leute zu behandeln. Was man jetzt sieht man hier leider eine Herausforderung. Und zwar dadurch, dass sich nicht einfach alle anstecken, ist der Zeitpunkt, wie lange diese gesamte Krise dauert, deutlich länger. Also wir sehen jetzt, in der anderen Simulation haben wir gesehen, dass wir um den August rum bereits wieder eine Verkleinerung hatten. Das dauert hier jetzt länger und insgesamt dauert die Abflachung auch länger. Aber ich denke, dass der Preis, den wir dafür bezahlen, dass nicht so viele Menschen umkommen und dass wir für jeden ein Krankenhausbett hat, es auf jeden Fall wert ist, da ein bisschen länger zu warten. Vielen Dank und ich gebe mir Mühe, weiterhin so schöne Informationen zu erstellen.